Zweiter Turniertag bei Horses and Dreams meets Great Britain auf Hof Kasselmann. Konzentrierte Vorbereitung auf dem Dressurabreiteplatz. Gut gekleidet machte sich die Elite an die Arbeit. Wir haben Aussteller und Caterer für euch besucht. Herzlich willkommen bei Horses and Dreams. Ich bin hier gerade bei Jay van D und neben mir habe ich Sebastian und Stephanie. Könnt ihr mir ein bisschen was darüber erzählen? Die Marke Jay van D vertreten wir seit Anfang des Jahres. Wir haben die Exklusivvertretung. Es ist eine italienische Marke, Inhaber und familiengeführt und besteht selber erst seit 6 Jahren. Alles, was ihr hier seht, kann individuell zusammengestellt werden. Unser Herzstück ist beispielsweise das Jackett. Auch das Jackett kann man sich individuell zusammenstellen lassen, von der Grundfarbe bis hin über die Knöpfe oder die Ränder. Und die Satteldecken ebenfalls. Genau, das Gleiche kann man eigentlich auch bei den Satteldecken machen. Wir haben einmal dann unsere Grundfarben, die wir alle den Kunden zur Verfügung stellen, zur individuellen Gestaltung der Satteldecken. Da können die Bordüren ausgewählt werden zwischen vielen verschiedenen Farben. Und dann können noch ein oder zwei Kordeln an eine Satteldecke, Wolldecke, eine normale Paradedecke oder das Ohrenmützchen gemacht werden. Auch die Jacke, die du jetzt gerade trägst, ist handgearbeitet, gefüllt mit Piomino-Down. Die findet man sonst nur in Montclair. Wie du selber merkst, enormen Tragekomfort, sehr warm, aber trotzdem atmungsaktiv, da unsere Marke sehr darauf setzt, alles aus Naturfasern zu machen und eben sehr hochwertig zu produzieren. Und auch Jan Engemann, der bei den Cocktail-Weltmeisterschaften mitmischte. Herzlich willkommen bei Horses and Dreams. Wie kommt es dazu, dass du hier in Hagen bist? Ich war bis letztes Jahr noch Barchef eines Upper-Class-Restaurants in Osnabrück, habe mich dann selbstständig gemacht als Cocktail-Caterer und da mein Vater momentan die Position des Bundestrainers besetzt, lag es mir recht nahe, mich in den Reitsport zu integrieren in Form dieses Cocktail-Caterings. Vielen Dank. Gut, das war's. Wir sind gespannt, was die kommenden Tage bei Horses and Dreams Meets Great Britain zu bieten haben.